Moin Leute, Timex hier. Es ist unglaublich. Es ist passiert. Nach einem Jahr Pause. Sascha ist zurück. Unsympathisch TV hat ein neues Video. Rauchen kann tödlich sein. War kurz Zigaretten holen. Geil. Geil. Sehr, sehr geil. Ey, war schon öfter Thema bei uns im Podcast. Wir haben Podcast zusammen. Für die Leute, die es nicht wissen, hört sehr gerne rein. Wir sind der fünftmeistbewertete Podcast der Welt. Es hören mehr Leute den Podcast, als dass Leute meine YouTube-Videos schauen. Das geht komplett durch die Decke. Dann habt ihr was zu lachen, wenn ihr unterwegs seid. Einfach mal reinhören auf Spotify kostenlos. Wir haben so oft drüber unterhalten, dass das Video kommt. Er hat voll Schiss. Er will genau das Video so machen, wie die letzten waren, wie es geendet hatte. Ohne jetzt krasser oder special oder irgendwas. Ich will so ein typisches Sascha-Video. Das wünsche ich mir jetzt. So, dann bin ich vom Zigarettenholen zurück. Mal gucken, was ich so verpasst habe. Gar nichts. Heute ist endlich wieder soweit. Heute kommt endlich ein neues Video. Und zwar Sascha liest Kommentare. Alter, ich hab's so vermisst. Ich hab's so vermisst. Die Woche ist ja so schnell vergangen. Das heißt, ich war mal wieder unter meinen alten Videos unterwegs und habe die lieben Kommentare von meiner geliebten Community durchgelesen. Und ganz traditionell fangen wir an mit dem Top-Kommentar aus der letzten Episode. Let's go. Ich finde es krass, wie konsequent inaktiv du bleibst. Respekt an dich. Inaktiv? Ich war doch nur kurz Zigaretten holen. Muss ehrlich zugeben, waren bis jetzt wirklich die stärksten 3 Monate auf deinem Kanal. Mach bitte weiter so. Alex, danke, dass auch du meinen Rücken hast. Ich werde auf jeden Fall so weitermachen. Ja! Ja! Oh! Italien! Wie kann das so schnell drin sein? Ich fass es nicht. Saschas Uploadplan. 2 Videos an einem Tag. 5. Digga, das ist vor 9 Stunden passiert. Hä? Wie kann das ein Video sein? Wochen Pause. Ein Video, das 3 Tage zu spät kommt. Colin, ich glaube, du hast einen Reiter vergessen. Ist zu früh für solche Späße, glaube ich. Neues Profil. Ey, ich habe die Videos so vermisst. Jetzt merkt man erst, wie sehr, klar, man hat sie vermisst, aber jetzt merkt man, wie sehr man sie vermisst hat. Die Welt gibt Hoffnung. Ein halbes Jahr kein Video, aber Hauptsache das Profilbild zu Carsten ändern. Freddy, Kompass bauen! Sorry, ein ganzes. Ein Jahr kein Video? Das muss ja gefeiert werden. Ich sage Nein zu Alkohol. Ich sage Nein zu Alkohol. Muss ich das wirklich sagen? Was ist Alkohol? Ich sage Nein zu Alkohol. Ich sag Nein zu Alkohol. Ich sage Ja. Ich würde das Format feiern. InScope Top 10 Chats mit seinen One... Das lese ich lieber nicht vor. Wie heißt Dena, wenn er Hausverbot bekommt? Mehr Anzeigen. Felix vor dem Laden. So fangen wir gar nicht erst an. Junge! Für den nächsten Kommentar brauche ich ein bisschen düstere Stimmung. Dankeschön. Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich mir Videos von vor 2 Jahren anschaue. Entschuldigung. Die ich vergessen habe, damit es mir so vorkommt, als hätte Sascha ein neues hochgeladen. Danke dir, Bruder. Leute tun so, als ob ich ewig lang weg gewesen wäre. Yo, Sascha, in der Zeit habe ich jetzt ein Kind bekommen, habe es zum Kindergarten gebracht, mein Kind hat einen Abschluss, hat geheiratet, ich wurde Opa, ich liege unter der Erde, ich schreibe diesen Kommentar von dem Himmel. Perfekter Ton. Danke, Frank. Bitte. Danke, Frank. Jeden Sonntag 18 Uhr. Der hat extra den Frank angehauen, wie geil. Wie geil, so ein geiles Video einfach wieder. Boah, der pünktliche Boss am Start, weil ich ein Macher bin. Nee, heute bin ich nicht auf dem Sofa. Sascha, wir brauchen dich. Wir vermissen dich. Wir brauchen deine Videos. Das Einzige, was bleibt, sind Nikos Videos, welche mir pro Sekunde 10 Gehirnzellen abtöten. Die erste Boxershorts, die ich dabei hatte, habe ich 3 Tage lang getragen. Bitte, komm zurück und helfe deiner verlorenen Community, welche alleine in den Weiten des Internets umherirrt. Und lieber Tobi, da habe ich heute nur für dich eine Überraschung dabei. Oh, der vom Tobi Nation. Spätestens jetzt hat er wirklich keine Gehirnzellen mehr. Lad doch was hoch jetzt! Justin, ich arbeite doch schon dran. Was ist mit Luca passiert? Luca? Alter, wie viele Outfits, geil. Dem wird's schon gut gehen. Jo Leute, was geht und willkommen zu meiner neuen Roomtour. Mein Vater ist eher mit der Milch zurück, als dass mal wieder das nächste Video kommt. Und, wer war schneller? Sascha ist noch stabil im No Neues Video November dabei. Mehr Anzeigen. Ach du Scheiße. Update 2 Monate später. Digi, du hast den NNVN durchgehalten. Respekt, lad bitte weiter so regelmäßig hoch. So ist es für uns alle sehr angenehm. Kein Ding. Update 4 Monate später. Wir sind sehr stolz. Wenn du so weitermachst, hältst du auch den Fern vom Hochladen Februar durch. Schaffe ich easy. Update 6 Monate später. Hatte heute kurz Angst, dass als April-Scherz ein Video kommt. Zum Glück zieht Sascha auch noch den absolut kein Video April durch. Ich weiß nicht, von was er spricht. Update circa 1 Jahr später.
Hast du geile Kommentare. Später. Jungs, schneidet euch an, bald geht es wieder los. Und dann wieder jeden Sonntag. Heute kommt kein Video, Mann. Nicht nur, dass der Bruder jeden zweiten Monat zurückgekommen ist, um seinen Kommentar zu updaten. Nein, er glaubt auch nicht dran, dass ich nicht jeden Sonntag ein Video hochlade. Ich habe die Challenge akzeptiert. Wenn ich es nicht schaffe, glatze. Oh, Sterling, nice. Der ist, glaub ich, ganz gut, oder? Costa Quanta, Chat. Also diesen Sonntag lade ich aber nicht hoch. Yo, Sascha, wo bleibst du? Ich bin beim Fantreffen. Leute, macht mal Lärm. Das waren einfach bis jetzt die besten 11 Monate meines Lebens. Danke, Sascha. So viel Liebe bin ich gar nicht gewohnt. Hallo, Isa. Saschas Videos sind so regelmäßig wie der Stuhlgang bei den älteren Herrschaften da draußen. Wen meint er damit? So geil. So geil. Erstens, das ist ein Gag, der ist auf zwei Ebenen witzig. Erstens sind die ganzen Leute witzig, weil man so kacke aussieht, wenn man alt ist. Und zweitens gab es bei Knossi keinen Filter. Das ist einfach eine glatte 1. 15 von 15 Punkte. 1 plus mit Sternchen. Das ist perfekt. Es ist einfach nur. Das ist ein Genie. Der Sascha. Ich verlose diesen Rentner. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Vor dieser Aussage habe ich auch selber Angst bekommen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr daheim noch Tinder-Chats, Insta-Chats oder sonstige Chats rumfahren habt, sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Nach einem Jahr können diese Chats ganz übel werden. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Dann haben wir den Worldwide Walk Nummer 1. Das ist die Creme de la Creme der deutschen Twitterer, Twitcher, TikToker, Snapchatter. Und mit dabei mein guter Freund Knossi. Ja! Trimax. Ja! Montana Black. Aber sie haben auch Unsympathisch TV. Der sieht so aus, als schafft das nicht bis zum 12. November. Ja. Ja. Auch das ist halt wieder genial. Das war ein unglaublich guter Gag und gleichzeitig Promo für die VOG-WM. Er ist ein Genie. Da ist noch was? Ja, natürlich, da kommt immer noch was. Das Video ist immer zu kurz. Das war schon 5 Minuten 30, sonst hat er immer nur 2 Minuten 17 oder so. Klasse. Großes Kino, freue mich drauf. Hungriger Hugo gerade richtig nervös. Richtig nervös. Richtig nervös. Mit vielen guten Gags und einem guten, schnellen Schnittstil gibt's wieder Konkurrenz. Sascha war jahrelang die 1. Jetzt war es Hungriger Hugo ein Jahr. Und jetzt wird der Platzhirsch auf jeden Fall schon mal wieder attacked. Sascha hat auch die Connections. Der kann auch mal einen Frank Thonmann einblenden. Hungriger. Kann nur einen geben. Ich werde so ein Keil zwischen die treiben. Weil ich brauche noch einen Boxkampf. Geil. Hey Leute, abonniert meinen Reaction-Kanal. Der macht gerade mehr Klicks als mein Gaming-Kanal. Schaut auch auf meinem Gaming-Kanal bitte vorbei. Tschüss.